mein Bett als Kopfteil stehen gestellt und habe da noch ein schwarzes Spandecklaken zwei Stück drüber gezogen. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Das war Crazy O und die Gottesanbeterin. Das Hörbuch für zu Hause, der Podcast. Nein, das muss ich gleich noch fertig hören. Ich möchte heute wieder was testen und zwar wurde letztens in einem Stream gesagt, Ramses, kennst du schon die Fuego Jalapeno Sauce extra hort? Habe ich gesagt, nein, kenne ich nicht. Zeig mal, was kostet nur 2 Euro oder 3 Euro, kannst du auf deine Amazon-Wunschliste packen, damit du dir merkst, dass du die dir mal kaufen sollst. Zack, wurde dir direkt bestellt von der Shania. Und jetzt habe ich die natürlich noch nicht getestet, die möchte ich heute mal testen und vergleichen mit der End of Sanity und vergleichen mit der Mad Dog 357 in der Silver Edition, ja, made with 6 million Scoville Pepper Extract. Zum Testen, angelehnt an Zange, haben wir natürlich wieder Chicken Nuggets. Und warum? Weil die nämlich 30% reduziert waren, hier drin rumschmieren die ganze Zeit und deswegen muss ich jetzt zum Frühstück mir erstmal hier diese scharfe Jalapeno-Soße reinfeuern. Ich mache die jetzt auf, ich werde jetzt warm machen, dann melde ich mich gleich zurück, wenn die einigermaßen warm sind. Dann schauen wir mal, weil viele gesagt haben, oh, die ist richtig gut, die Soße, die ist richtig brutal, die darf man auch nicht unterschätzen. Das ist eine Jalapeno-Soße, so frei erhältlich, aber die hat richtig Schmackes, die hat richtig Dampf. Schauen wir mal, ob das so ist oder ob das eher wie Tabasco ist. Und wie gut die jetzt abschneidet, im Gegensatz zu den anderen, die wir noch da haben. Das erstmal warm machen und wir melden uns zurück, wenn es warm ist. So, da sind wir zurück. Ah, die frisst auch. Guckt euch das an. Ich kann es gerade leider nicht anders halten. Da hat sich jetzt da hingesetzt, da fängt an und schlabbert da rum. Das ist immer noch das vom Frühstück, hat er vorhin nicht ganz gegessen. Frisst er einfach jetzt weiter, warum nicht? Wir machen jetzt direkt mal die Fuego Jalapeno Hot Sauce auf. Da ist extra scharf drauf. Das sind 3 Jalapeno-Schoten, Jalapeno-Würzsoße, extra scharfe Soße für Fleisch, Gemüse, Soßen, Suppen und Dips. Aus 25% Jalapeno. Gut schütteln bis 6,25. Wir schütteln mal. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass die jetzt so mega brutal ultra scharf ist. Aber bin mal gespannt. Ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat. Oder wer es vorgeschlagen hat. Was auffällt ist, dass sie auf jeden Fall hier so eine andere Öffnung hat, dass du dir nicht die ganze Soße mit einmal draufkippen kannst, sondern dass schon tröpfchenweise rauskommt. Erinnert aber trotzdem ein bisschen an Tabasco. Die anderen haben eine komplett offene Flasche oben, wo du dir sowieso immer zu viel drauf machst. So, wirkt auch sehr flüssig. Wir tröpfeln uns jetzt mal hier was drauf. Einfach mal ein... Ja gut, das heißt ein Tropfen, einfach mal 10 Liter drauf geschmissen, mal probieren. Die hat auf jeden Fall nicht diese extreme Essignote, wie es Tabasco hat. Die hat sozusagen gar keine Note. Also ich würde sagen, die ist auch sehr neutral. Kaum Eigengeschmack vorhanden. Aber die brennt ganz schön, muss ich auch dazu sagen. Die verteilt sich richtig gut. Die zündet quer durch den ganzen Mundraum. Wir packen nochmal was hier drauf. So, dass wir das jetzt wieder betröpfelt haben. Die Schärfe ist auf jeden Fall auszuhalten, ist trotzdem bemerkbar ohne Eigengeschmack. Also das kannst du gut nehmen, um was zu würzen, auch so einen Suppeneintopf. Aber, weiß ich nicht, ich glaube auf Burger oder so. Und würde mir wahrscheinlich eher auf einen Burger machen, einen Burger, weil eine Mad Dog Soße auf einem Burger, das kannst du komplett vergessen. Aber diese Jalapeno Sauce, warum nicht, sonst habe ich keine Verwendungsmöglichkeiten. Und irgendwas Süßliches war da gerade noch. Gefühlt ist das zweite Nugget jetzt schon gar nicht mehr so scharf. Wahrscheinlich der ganze Mund und die ganze Mundhöhle jetzt richtig brennt an sich. Deswegen merkst du das zweite gar nicht und denkst, und im zweiten ist gar nichts dran. Das heißt, es passt sich auch schnell an. Ich mich an das, an die Schärfe, sodass wir noch eins probieren können. Ein drittes, damit ihr auch seht, wir geizen nicht, ne? Gut.
Gut, Schärfe kommen da jetzt nicht mehr her. Wir könnten da jetzt noch 10 Stück essen, also schärfer wird's nicht. So wie es jetzt ist, gerade dieser Zustand, der bleibt gleich. Schärfer wird's nur, wenn wir eine andere nehmen. Aber jetzt trotzdem gemerkt, dass es irgendwie so eine, doch so eine süß-säuerliche Note ein bisschen hat. Aber nicht so wie beim Tabasco, sondern irgendwie wieder anders. Wir nehmen jetzt mal die End of Sanity zum Vergleich. Die müsste ja jetzt deutlich schärfer sein und müsste noch ein Level höher zünden. Die soll ja 200.000 bis 250.000 haben. Die riecht auch natürlich ganz anders. Also so, wenn ich die rieche, riecht die richtig gefährlich und brutal und scharf, während die andere irgendwie so verträglich rüberkommt. Aber schauen wir mal im direkten Vergleich. Ihr merkt auch schon die Speichelbildung. Machen hier einen Tropfen drauf. So, oder hier 1,5 Tropfen. Nicht zu viel. Okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Ich dachte, die zündet jetzt nochmal und geht nochmal höher, aber irgendwie merke ich jetzt keinen Unterschied von der Schärfe. Obwohl ich die, wenn ich die alleine mir zuerst irgendwo drauf mache, immer komplett ausraste. Wir machen also nochmal 2 Tröpfchen zur Sicherheit auf das nächste. Es wird nicht schärfer, es wird einfach nicht schärfer. Es bleibt so, wie es ist. Ihr habt nur einen relativ anderen Geschmack gerade da. Heißt das etwa, die sind auf dem gleichen Level? Heißt das, diese Soße hat auch 200.000 Scoville? Oder sie deckt euch so gut ab, dass ihr danach resistent seid gegen alles? Jetzt haben wir aber natürlich noch die Mad Dog aus 6 Millionen Scoville, die trotzdem 600.000 Scoville haben müsste. Also aus 6 Millionen Scoville Extrakt mit 600.000, die 200.000. Hier müsste man aber jetzt deutlich einen Unterschied merken. Da steht ja auch immer dabei, dass man die auch nicht pur essen soll, nicht pur genießen. Nicht wie als ich da mal einen ganzen Esslöffel, Teelöffel irgendwas hatte. Und danach hatte ich übelst die Magenkrämpfe und nage in der Gegend rum. Und probieren also mal die Mad Dog, ob wir jetzt eine Steigerung merken. Oder es liegt einfach an der Panade. Das kann auch sein, dass die Panade von den Nuggets einfach alles aufsaugt. Obwohl die erste war ja trotzdem, die Schärfe war ja da. Wir probieren mal die Mad Dog. Okay, die Mad Dog merkst du auf jeden Fall beim Atmen. Wenn du atmest, das gleich alles sich dazu zieht beim Husten. Wieder ganz, ganz merkwürdig. Hat die so einen weihnachtlichen Geschmack auf einmal. Schmeckt irgendwie so nach Zimt und Pflaume. Ich glaube, die Mad Dog, die macht sich halt nicht im Mund breit. Die kommen dann von unten aus dem Rachen hoch. Deswegen nehmen wir nochmal 2 Tröpfchen. Probieren nochmal Mad Dog hinterher. Die Mad Dog ist also und bleibt weiterhin, glaube ich, die schärfste. Die mittlerweile, obwohl sie keinen Eigengeschmack hat, total nach Pflaume und Zimt und Zeugs schmeckt. Die finde ich richtig gut. Die würde ich so auch mal auf Pizza oder auf Burger drauf knallen. Denn die ist mir mit der Zeit zu scharf geworden und zu eigensinnig vom Geschmack. Die ist aber auch bald leer. Das heißt, danach habe ich die als meine Lieblingssoße, die deutlich billiger ist als die End of Sanity. Und wir wohl überall in jedem Rewe haben können. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich habe mir noch das letzte Mad Dog Stückchen rein. Die Augen drehen, die Zunge brennt. Das dürfte jetzt alles von der Mad Dog sein. Die Mad Dog, die kommt immer so spät. Wenn du eigentlich denkst, alles ist vorbei, kommt irgendwo noch ein Mad Dog her und legst die nieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kennt ihr die? Habt ihr die schon mal probiert? Fuego, Jalapeno Sauce extra hot. Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.